Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Windjäger anzunehmen bei Kanam Madhva Savest auf den Ebenen von Onava, an dieser Position, also im ersten Stock von diesem Gebäude. Vorquest war ein Sturm an schlechten Neuigkeiten. Nehmen die Quest gleich mal an. Und jetzt heißt, Bericht angehört. Und wir müssen hier einfach still stehen bleiben und zuhören. Die Kane erwarten euren Bericht. Verehrte Kane, wir haben einen Kriegstrupp der Nokut auf das Horn von Drosal zu marschieren sehen. Balaka selbst führt sie an. Wie groß ist der Trupp? Es könnte ein Ablenkungsmanöver sein. Ausreichend, um das Dorf am Fuß des Hügels zu überwältigen, aber längst nicht ihre gesamte Armee. Was ist mit Koroleth? Habt ihr sie oder Onara gesehen? Noch nicht. Wir suchen noch nach ihnen. Vielleicht wollen die Nokut das Recht mit Kanamat, was heißt? Wir nicht mehr die grünen Drachen rufen. Hey, anquatschen. Ich verstehe, anklicken. Optional, dann waren geritten. Werft die Kanamat Wasser West außerhalb des Zorns von Busal. Okay. Wir werden die Option auch anklicken. Ihr kommt mit mir. Tigari Khan, Sansok Khan, versammelt eure Plans für die Schlacht. Den anquatschen. Guter Junge, reiten wir. Und er ist ziemlich flott, deshalb bleiben wir auf ihm. Wir könnten jetzt absteigen und vermutlich selbst fliegen. Aber so ist es ein bisschen entspannter. Außerdem ist mehr das Kriegsfeeling da. Also wir ziehen jetzt in den Kampf. Das Horn ist unser heiligstes Relikt. Vor Generationen von Terra selbst als Symbol der Freundschaft zwischen Drachen und Maruk erschaffen. Außerdem gibt es ein bisschen Geschichte. Uns verließen, wurde eine Zeremonie abgehalten. Blas das Horn in Zeiten der Not und wir werden kommen, sagten sie. Onara selbst segnete das Horn und beschwor große Winde herauf, die durch es bliesen. Das war das einzige Mal in unserer Geschichte. Obwohl die grünen Drachen diese Länder vor Jahrhunderten verlassen haben, haben sie den Maruk ihren Schutz anvertraut. Jahrhunderte? Waren es nicht Jahrtausende sogar? Wir werden unsere Freundschaft noch ehren und zur Hilfe kommen, wenn das Horn ertönt. Aber dieser Pakt und unsere gesamte Lebensweise werden nun von diesem Narren Balaka und seinem Streben nach Macht bedroht. Hoffen wir, dass die Terai, Beschützer des Horns, standhaft sind. Jetzt müssten wir auch gleich ankommen. Wie gesagt, ich hätte vermutlich auch herfliegen können. Das wäre schneller gegangen, aber so gab es ein bisschen Geschichte. Quest ist abzugeben bei Kanamatva Savest, auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.